Jo Leute, damit willkommen mal wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video. Ich zeige euch heute wie immer, was in den Shop reinkommen wird. Und wir gehen direkt mal auf den Shop drauf, denn der ist auch schon in 10 Sekunden da. Und dann mal schauen, was heute reinkommt. Gestern gab es das Leleo Spinnpaket, ein neues Spinnpaket von dem Streamer, war ganz okay. Jetzt mal gucken, was heute reinkommt. 2 Sekunden, 1 Sekunde und... okay, das Spinnpaket ist noch hier. Hier unten die Anime-Pakete auch noch und die restlichen Pakete. Okay, darüber tägliche Sachen, neue Lackierung. Neue Sachen gibt es aktuell wirklich sehr oft. Okay, und darüber vorgestellte Sachen. Okay, und hier noch ein Spinnpaket. Bry Larson, der Name sagt mir gerade nichts. Ich kann gleich mal nachschauen. Okay, okay. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Sie ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr bekannte Schauspielerin. Ich muss sagen, der Name hat mir nicht direkt was gesagt, aber auf jeden Fall hat die jetzt hier ihr Spinnpaket bekommen. Da fangen wir auch direkt mal mit an. Hier gibt es einmal den Bushranger Skin, natürlich ein Spaß-Skin. Hier in den ganzen Stilen. Passend dazu gibt es hier noch das Rückenteil und auch hier die Hacke, die Honigkacke-Hacke, auch in den ganzen Stilen. Passend dazu. Und im Paket gibt es was sehr Seltenes, und zwar Freemix. Diesen Tanz, und der ist zurück nach 437 Tagen, also auch schon über ein Jahr her. Und dann gibt es auch noch hier Glitter, sehr, sehr cooler Tanz, nach 2 Monaten zurück. Das ist auf jeden Fall hier ihr Spinnpaket, muss ich sagen, gefällt mir ganz gut. Und es gibt noch viel, viel krassere Sachen, und zwar hier unten einmal der Vertex zurück nach 287 Tagen mit dem Rückenteil, hier noch einmal mit der Hacke und noch mit dem Gleiter. Aber es wird noch krasser. Denn hier gibt es den Asmodeus zurück, und der ist zurück nach 614 Tagen, also auch schon fast 2 Jahre her, ultra selten. Hier noch mit dem zweiten Stil und mit dem Rückenteil, krass seltener Skin. Und dann gibt es auch noch hier die Callisto, die war zuletzt vor 144 Tagen im Shop, auch hier mit einem Rückenteil. Und dann gibt es einmal noch die Doppelschlägerhacke, ebenfalls nach 614 Tagen zurück. Genauso wie noch hier den Gleiter, also das ist wirklich ultra selten. Und dann gibt es einmal noch den Rabatz, ja, so ein zerfetzter Skin. Auch nochmal zurück nach knapp 2 Monaten. Ist okay, der Skin. Dann gibt es einmal noch den Wahnsinn-Skin. Die ist auch nochmal zurück nach fast 2 Monaten. Hier noch mit einem zweiten Stil. Und dann gibt es einmal hier noch die Schrottdüse. Einfach diesen kaputten Gleiter. Und dann gibt es auch noch hier diese Hacke. Und wie gesagt, das alles nach 2 Monaten zurück. Und das sind auch schon die vorgestellten Gegenstände. An der Stelle gerne ganz kurz unterstützen, einen Quader klicken und hier die Tore geben. Würde mich sehr freuen. Und dann gehen wir zu den täglichen Sachen, wo es auch krass seltene Sachen gibt. Ganz vorne einmal die Mariana, die ist noch nicht so selten, 82 Tage her. Ist aber trotzdem ein ganz, ganz cooler Skin, halt so reaktiv mit den ganzen Farben. Und dann gibt es einmal den Sonnenblumen-Skin. Die ist zurück nach 589 Tagen, also auch schon wieder sehr, sehr lange her. Krasser Skin, sehr, sehr selten, auch relativ günstig. 589 Tage her. Dann gibt es hier Blumentag, neue Lackierung und die ist sogar reaktiv beim Schießen. Sieht man ja hier diese Blumen da drauf. Ja, ist okay für 500. Kann man machen. Dann gibt es Stocksauer, auch schon seltener. 110 Tage her. Das streut ihr einfach mal Salz in die Wunde. Ist wie gesagt nach 110 Tagen zurück aus der Season 2. Und dann gibt es hier Knieklatscher. Nach einem Monat zurück. Und an letzter Stelle gibt es hier Deckeltritt. Und der zeigt hier seine Tricks. Manchmal fliegt er auch hin. Mal gucken. Da sieht man, zerfällt auch mal hin. Auch nach 2 Monaten zurück. Und dann, wie gesagt, hier das Spinnpaket und die restlichen Pakete. Und das war's hier mit dem coolen Shop.